Der 12. Spieltag ist direkt ein Topspiel. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig im Signal Iduna Park. Natürlich ausverkauft das Stadion. Es ist ja das Topspiel an diesem Abend. Es ist 18.30 Uhr, der 12. Spieltag. Und heute könnte Borussia Dortmund einen wichtigen Schritt in Richtung Titel machen. Bürki im Tor. Davor spielt die Viererkette. Guerreiro, Tah, Akanji, Hakimi. Und das Dreier-Mittelfeld bildet Witzel, Arthur und Julian Brandt. Und im Sturm spielt dann Vinicius Junior, Werner und Thorgan Hazard. Also die Aufstellung der Borussen unverändert. Gulaschi bei Leipzig im Tor. Davor spielt Akuna, Konate, Orban und Wan-Bissaka. Demme, Leimer bilden das Mittelfeld. Davor spielt noch Kampl und Haidara. Und dann im Sturm Augustin und Dalla. So, das sind die Aufstellungen der beiden Teams gewesen und wir springen direkt mal in die erste Minute. Es geht direkt los mit dem BVB. Brandt mit der ersten Chance und dann mit der zweiten Chance. 1:0 nach nicht mal 1,5 Minuten gespielt. Julian Brandt direkt mit dem 1:0. Und das ist auch ein wichtiges Tor für die Borussia. Man sieht hier noch, Willi Orban wird unfreiwillig angeschossen und fälscht den Ball dann ab. Weiter geht's in der 11. Minute. Augustin bekommt noch den Ball, der zu Dala und Bürki muss parieren. Glanztat von Roman Bürki in der 12. Spielminute. Sonst stehen sie hier jetzt schon 1:1. Und jetzt Timo Werner. Gulaschi mit einer Glanztat. Den hält wirklich nicht jeder Keeper. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Der Ball war wirklich hart geschossen. Und jetzt Vinicius Junior auf den Außen. Flankt auf Thorgan Hazard. Und dann steht es hier 2:0 für Dortmund nach knapp 24 Minuten gespielt. Thorgan Hazard mit der Nummer 15 köpft zum 2:0. Und Arthur nochmal hier mit einer kurzen Chance aus der Distanz, aber Gulaschi pariert. So, jetzt Werner auf Witzel mit dem Kopfball und der ist drin. Witzel köpft über Gulaschi mit dem Kopf und auch eine schöne Vorlage von Timo Werner. Ja, und da war es das hier von der ersten Halbzeit. Dortmund führt 3:0 zu Hause, also bisher wirklich noch nicht so viel zu sehen von RB Leipzig, aber ja, so geht's auch weiter in der zweiten Halbzeit. Hazard ist durch, sieht unten links Vinicius und der schiebt ein und dann ist hier eigentlich schon alles gesagt. 4:0 Borussia Dortmund am 12. Spieltag. Vinicius Junior mit seinem dritten Saisontor, aber jetzt, was passiert hier? Der Schiedsrichter pfeift. Ah, anscheinend Elfmeter. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Also für mich hier kein Elfmeter. Keine Ahnung, was der Schiedsrichter gesehen hat. Und jetzt tritt Augustin den Elfmeter in die Mitte. Dann mit dem Maskenjubel. Und Bürki springt leider in die falsche Ecke. Und da war es das vom 12. Spieltag. Dortmund gegen Leipzig. 4:1. Wir sehen hier nochmal den Torschützen. Thorgan Hazard mit der Nummer 15, die Leipziger werden jetzt von Dortmund also hier eingeholt mit dem 4:1. Jetzt kommt es drauf an, was Bayern macht. Ja, meine lieben Freunde, nach dem Spiel gegen Leipzig, was ihr gerade gesehen habt, sind wir jetzt endlich wieder auf dem ersten Platz, weil Bayern auch verloren hat. Ja, und wir haben ja Leipzig geschlagen mit einem 4:1 und die haben wir dann auch überholt. Wir sind jetzt ein Punkt vor Leipzig und 2 Punkte vor Bayern, also es ist auf jeden Fall sehr eng da vorne. Aber jetzt am 12. Spieltag sind wir endlich wieder auf dem ersten Tabellenplatz und wir wollen natürlich dort für das Rest des Jahres noch bleiben. Und ja, heute steht noch ein Spiel gegen Rom an in der Champions League, aber bevor wir dahin simulieren, werden wir erstmal hier eine Trainingseinheit halten. Ab verbessert sich auf eine 75, sonst verbessert sich niemand. Ja, und nach dem Spiel gegen Leipzig sind die Spieler schon, ja, aus der Puste. Deswegen will ich wahrscheinlich mit der zweiten Mannschaft rangehen, weil
es geht in der Champions League wahrscheinlich jetzt eh um nichts mehr, außer vielleicht noch weiterzukommen. Aber unser Ziel ist natürlich mindestens Europa League. Wenn wir ausscheiden, dann bin ich nicht mehr Trainer von Dortmund wahrscheinlich. Aber Europa League sollte auf jeden Fall machbar sein. Aber ich denke, mit der zweiten Mannschaft haben wir vielleicht auch Chancen auf einen Sieg. Ja, und jetzt geht's mit dieser Mannschaft rein ins Spiel in der Champions League gegen Rom. Und ja, dann geht's los. Und ja, falls ihr auch Spieler bald mal beim BVB sehen wollt in dieser Karriere, schreibt's mal unten in die Kommentare rein. Und die Rossi direkt mal mit dem 1:0 nach 9 Minuten. Eine halbe Stunde ist rum. Also es fängt ja bald die Wintertransferphase an. Nur noch knapp Monat und Shaqiri mit dem Ausgleich. Die Rossi aber mit dem Doppelpack. Brandt kommt für Delaney in die Partie. Und Kolarov macht den Sack zu. Und dann verlieren wir leider 3:1 gegen Rom in der Champions League. Und damit würde ich sagen, sind wir eigentlich schon sicher in der Euroleague. Ihr könnt es ja mal auch in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht jedes Spiel spielen soll. Dann wird es aber sehr lange dauern, bis eine nächste Folge rauskommt. Und dann simulieren wir bis zum Spiel gegen Freiburg. Tobias Raschl will anscheinend spielen. Vielleicht geben wir den auch mal eine Einsatzzeit. Ja, wir haben jetzt Da Costa mal für eine Weile beobachtet. Julian Weigl ist von der Sperre befreit. Ja, und dann gehen wir auswärts rein ins Spiel gegen Freiburg. Am Samstag, dem 30. November, 13. Spieltag. Schwolloff steht bei dem im Tor. Vielleicht können wir den heute überwinden. Genauso ist es. Brandt mit dem 1:0 nach 18 gespielten Minuten. Und dann kommt Borrello mit dem Ausgleich in der 43. Minute. Und Vinicius Junior dann nochmal mit dem Führungstor. Schulz kommt für Hakimi in die Partie rein. Und Abraschi noch mit dem Ausgleich kurz vor Ende. Und damit teilen wir uns die Punkte. So, der erste Monatsbericht ist da. Alle haben ihr Potenzial behalten. Der Ramiro Sandoval sieht nicht mal so schlecht aus. Hat schon eine 60er Gesamtstärke. Und Akanji verletzt sich im Training für 2 Monate. Achillessehnenriss im Training ist auf jeden Fall nicht so schön. Jetzt brauchen wir Zagadou in der Aufstellung. Und ja, oder auch Diallo, aber ich setze eher mal auf einen jüngeren Spieler. Also so sieht dann die Mannschaft aus. Und Hakimi wollen wir nämlich auch austauschen. Und zwar in der Wintertransferphase mit Danny Da Costa. Da muss ich aber noch 1-2 Spieler verkaufen. Vielleicht verleihen wir auch welche wie Fiete ab. Weil unser Kader, der ist halt schon groß für einen Bundesliga-Club. Insgesamt 38 Spieler in der ersten Mannschaft. Also wir müssen entweder welche verkaufen oder verleihen. Und es wird auf jeden Fall vielleicht in der Wintertransferphase passieren in der nächsten Folge. So, dann simulieren wir mal ein paar Tage nach vorne und stoppen. Und Bayern hat sehr wahrscheinlich gewonnen. Die haben verloren gegen Wolfsburg. Und damit bleibt der Punktestand so bei Bayern und bei Leipzig und bei Dortmund. Und wir bleiben Erster. Ja, und dann geht's ran gegen Frankfurt. Mal schauen, auf welchem Tabellenplatz die sich so befinden. Auf den 13. Also in der hinteren Tabellenhälfte findet sich Frankfurt mit 14 Punkten. Wir gehen rein gegen Frankfurt zu Hause im Signal Iduna Park. Ja, Danny Da Costa, der von uns beobachtet wird, spielt und Witzel mit dem Elfmeter in der 9. Minute verwandelt ihn. Und Werner mit dem 2:0 in der 34. Spielminute. Hasebe mit der gelben Karte. Also ich werde auf jeden Fall probieren, Danny Da Costa zu holen. Und Brandt mit dem 3:0. Und damit ist hier alles gesagt. Ja, wir gewinnen 3:0 gegen Frankfurt. Und bleiben damit auch oben an der Tabellenspitze. So, eine Pressekonferenz. Wir motivieren natürlich die Spieler. Und dann kommen wir zum monatlichen Scouting-Update. Hier bei den Franzosen ist Mati Ferrier dabei. Aber der hat mir ein zu niedriges Gesamtstärke. Aber der ist auch erst 16 Jahre alt. Wir nehmen den mal mit. Bei den Spaniern sind auch wieder 2 dabei. Auch wieder ein 16-Jähriger. Aber ja, den nehme ich jetzt auch wieder mit. Und den Aguado nehmen wir auch mit, hat eine Marktwert von 80.000. Und bei den Deutschen ist auch kein guter Spieler dabei. Ja.
Es heißt mal wieder Champions League Dortmund gegen Chelsea am letzten Gruppenphase-Spiel dieser Champions League-Saison. Beide Teams könnten entweder weiterziehen oder in der Europa League weiterspielen. Das kommt darauf an, wie viele Tore heute Borussia Dortmund erzielt. Sollten sie, ich denke, über 5 Tore erzielen, wären sie weiter, aber natürlich hat Chelsea die bessere Situation. Ja, sollte Chelsea hier gewinnen oder unentschieden spielen, wären sie weiter und Dortmund dann ab dem nächsten internationalen Spiel in der Europa League vertreten. Und ja, das wäre natürlich für den BVB ein Rückschlag für die Saison, aber natürlich könnten sie in der Europa League auch noch weiterkommen. Dann wären sie nämlich auch in der K.O.-Phase dort vertreten. Und dann gehen wir gleich mal rein in die ersten paar Minuten. 17. Minute. Und Kanté erstmal mit einem Ball. Okay, so. Und da ist André Silva mit dem 1:0 nach knapp 19 Minuten. Ja, da kann Bürki wirklich nicht viel machen. Aus kurzer Distanz ballert er den Ball hier rein. Aber der Dortmund lässt sich nicht zurückschrecken. Das ist Timo Werner mit dem 1:1 Ausgleich. Nach nicht mal 2 Minuten danach. Und jetzt ist Kihasa wieder an der Reihe. Und da ist wieder André Silva. Fast mit dem Doppelpack in dieser Partie. Nach wenigen Minuten. Wir springen weiter in die 35. Spielminute. Und jetzt Bürki mit einem Bock. Aber zum Glück kann Sagadu den Schuss von Jorginho nochmal safen. Und jetzt ist wieder Vorwärtsgang beim BVB eingeschaltet. Das ist Timo Werner, aber leider geht der Ball ein paar Meter am Tor vorbei. So, kurz vor der Halbzeit nochmal eine Ecke. Jorginho zu Willian, der zu Sabitzer. Und der zieht ab und der ist drin. Sabitzer, der Neuzugang von RB Leipzig, erzielt hier noch das Führungstor vor der Halbzeit. Und das war's dann auch von der ersten Halbzeit. 2:1 steht sie im Signal Iduna Park und stand jetzt wer Chelsea weiter und Dortmund in der Europa League. Aber es ist ja noch eine Halbzeit zu spielen. Barclay mit der ersten Chance der zweiten Halbzeit und jetzt Timo Werner auf dem Weg zum Tor von Kepa. Und Kepa greift leider mit dem Fuß daneben und dann, ja, steht hier noch 2:2, letzten paar Minuten noch dieser Partie, Thorgan Hazard, aber leider kam Keeper den Ball parieren und dann war es das auch. Dortmund also jetzt in der Europa League vertreten. Chelsea kommt also weiter, hier Timo Werner mit 2 Toren aus 5 Versuchen, also Dortmund hat es probiert weiterzukommen. Aber ist dann leider bei der Abwehr gescheitert von FC Chelsea und ist damit in der Europa League. So, und damit sind wir am 15. Spieltag angekommen. Aber ich würde sagen, das war's von der Folge. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon so bei 10 bis 15 Minuten angekommen. Ja, das Spiel gegen Leverkusen findet dann in der nächsten Folge statt. Wahrscheinlich wieder nachkommentiert wie jedes Spiel ab sofort, was ich selbst spiele wahrscheinlich. Vielleicht spiele ich auch jedes Spiel jetzt bald selbst. Wer weiß, auf jeden Fall war es das von der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.